Aber ich werde mit Granati ja sowieso schon allein mit seiner Anwesen- oder Abwesenheit gespoilert, Stimmt. ne? Weil wenn er gewonnen hätte, wäre er mit Sicherheit jetzt hier. Oder Pro. Würde ich ja behaupten. Weiß man's? Vielleicht geht das Match ja Das noch. sieht nach irgendwie Tekkisch, Mixed. Keine Ahnung, was das eine Untergrund ist. Was ist das denn für eine Map? Aber ganz ehrlich, ich hätte lieber Okay, ich Granati will keinen gesehen in Kampf der auf dem TMGL als Worker. Das wäre so viel Ja, ich glaube, so interessanter geht's gewesen. jedem. So geht's jedem außer den Franzosen. Außer Worker. Wie konnte das passieren? Jetzt, ist die Warum Map kann ich noch nicht Frozen fahren? Fridges nicht gewonnen. War halt schon richtig, richtig eng. Okay, ist einfach nur Tech. Man konnte nicht erkennen, was es für ein Untergrund ist. Oh, ist. Ja, das sind Stormer Blocks, okay. Gut zu wissen. Habe ich nicht gesehen. War aber kein guter Tech. Der Typ kann nicht fahren, Alter. Einer ist voll gegen das Auto gefahren. Und da geht's lang. Reaktorblock-Tech. Ey, ist schon wieder so eine Und kurze übel Map. Alter, kurz, fickt ne? euch, Nadio. Was ist denn los bei denen aktuell, Mann? Link übt gerade die Identity auf Arctic Split und hat es irgendwie so dreimal in Folge verkackt. Auf ja. Eine richtig kurze Map schon wieder. Maximal Anspruch, diese Kurven wieder. Ne? Muss doch gleich schon Tech fallen. Wieso mache ich jetzt noch mal Tech fallen? Vor allem so eine Minimap, Mann. Was ist denn daran geil? Ich dachte, wir haben das schon geklärt. Wer mag denn sowas? Stimmt, die ganzen Noobs finden das voll geil, aber dann schaffen sie es endlich mal ins Finish, ohne 5 Sekunden hinten zu sein. Das ist, letzten Endes das gleiche da, dass das gleiche dabei rauskommt, das ist aber dann was anderes. Ja, die Core mit den Reaktorboostern, das ist so. Ey, Reaktorboost, Mann. Wie dieses Schild sich bewegt am Start, das ist voll komisch. Die Interaktion. Na jo, ich weiß, was du meinst. Dass sich ausgerechnet jemand mit dem. Das Jetzt achte ich drauf, danke. Dass sich ausgerechnet jemand mit dem Namen Shorty über die Kürze der Maps aufregt. Wer sagt das? Naja, du regst dich auf. Wer sagt Ja. Aber es ist ja nichts Neues, dass ich kurze Maps nicht mache, also. Ja, aber ausgerechnet der mit dem Namen Shorty. Na, so, ah. Krass. Marius. War doch nicht witzig. Ich fand den gar nicht so schlecht. Ich hab's Höre ich, nur auch erst zum, selbst höre ich jetzt auch zum verstanden. ersten Mal. Definitiv. Der erste Drift ist schon so schlecht. Okay, Boomer. Ja, ich bin da echt wie so ein Boomer, ne? Aber ich bin da einfach scheiße gelaunt nach der TMR. Gott, was war denn heute? Alter. Ich hab den Slowmo Block gehittet. Das Game war so extrem laggy. Komplette Fieses hatte schon Ging die ganze überhaupt Zeit. nicht. Marius, genau wie bei dir in dem anderen in Ruins Race. Das ist ist die neue Dedicated Version. Release sie nach dem Zigzag oder nicht? Okay. Drifte. Bin von links rein und drifte. Komischer Drift irgendwie. Ja, ist ja Reaktorboost. Übrigens, wenn ihr auf diesen schwarzen Dingern am Ende, so dieses lilane seht da, fahrt da mal rüber. Oder besser nicht. Gab's Regen heute in der TMFL? Nein. Ja, Regen wäre interessant gewesen. Ey, warte Map mal, kann man. Map war relativ lange mal heute. Ja, die Map war lang. Mochte die aber auch nicht. Scheißstrecke. Ich finde das irgendwie nicht cool, wenn. Es ist halt eine Full-Tag-Map gewesen. Und das finde ich halt irgendwie kacke. Ich finde es gut, Hat dass sie dann jetzt so gespielt wurde. Den Open Maps.
War Trelux jetzt eigentlich schon in Div 1? Nee. Nein. Könnte man noch heute rufen? Nächstes Mal. Müsste eine Map für ihn gewesen sein. Ja. Viel hat da bestimmt nicht mehr gefehlt bei ihm. 50 Punkte oder so? Weil er war letzte Woche ja Dritter. In die Map kacke. Halt irgendwie jemals. Ist heute schon Donnerstag, ja. Hat sich wohl so ergeben. Ich meine, wir sind hier mit wie vielen Leuten im Teamspeak? 7, 8? Und das ohne Granate? Ach, du Streams. Nee, wusste ich jetzt gar nicht, tatsächlich. Alter, diese lilanen Dinger, Mann, lass mich doch am Leben. Ist instant tot, wenn du die berührst. Oh, Link. Link ist nicht hier so confident auf der Identity. Das ist gut. Das wundert mich überhaupt nicht. Ich meine, wer ist auf der Identity da schon confident? Außer Granadi und vielleicht Carl Junior. Heck. Meinst du, der war confident auf der? Er ist immer confident, egal was er tut. Ja, dann. Ich weiß nicht, wie weit man nach links ausholen kann nach diesem Reaktor-Scheiß. Aber man kann halt voll. Ach, was meinst du jetzt beim ersten? Hm. Voll. Ja, voll halt, ne? Und dann davon trifft's. Boah, diese erste trifft, ne? Ja. Der zweite ist halt auch mit der Trump dann darüber. Oh ja. Die erste Reaktor-Kurve ist, denke ich, Loslight. Also probiert's mal aus, ich warte jetzt. Denke ich auch. Boah, warum sind diese lila Dinger da? Was ist das denn überhaupt? Ach, für mich ist sie nicht mehr anwenden, weißt du? Ne, mit viel Release halt. Aber man hat guten Access. Ja, dann hast du viel mehr Access, wie das mit guten Druck. Ja, du brauchst aber nicht so viel Access, wie es doch danach wieder in den engen Druck. Es kann sein, dass das beides ähnlich schnell ist. Durchaus. Oh, ich bin Erster momentan, also sollte nicht so falsch sein, wenn ich finde. Oh, aber pass auf, ich bin Zweiter und ich bin eigentlich schlechter im Tag. Ist aber jetzt kein normales Tag. Eben, weil dann ein No-Slide ist. Dass das alle so lang sind, sind hier. Oh. Wie nimmt er diese Rechtskurve? Auf dem schwarzen. Komisch. Halt viel zu schnell. Ich drifte da, aber es fühlt sich alles nicht so schön an. Ja, dass man die driftet, das war klar. Also, wenn du die nicht driftest, dann weiß ich auch nicht. Ich hab's einmal versucht. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. So knapp. Kann die letzte Kurve nicht. Kann die ganze Strecke nicht. Das ist schade. 470. Und das heißt uns auch hier. Bin auch hier, ja. Hallo. 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 Ich bin eine Weile hier. Da gibt's doch so einen anderen Cup Firestorm, der heißt All Styles Competition oder Junge, sowas. Was sind die beide los? Gecrashed? Die haben beide gefailt, aber Boom hat's. Hat weniger gefällt. Das ist gut, war ultra close, oder? Hallo? 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 Hallo, User. Ja, Mario ist ziemlich später davon.
Ja, ich habe ja noch nicht alles durchgelesen davon. Ich weiß nicht, welchem Spiel es ist und was es genau ist. Aber vielleicht ist das ja doch mal was. Oh, Link. Verkackt hat. Boah. Ja. Creepoint. Rip, Alter. Direkt ich meine, ich habe mir schon gedacht, das Match wird wahrscheinlich von der Qualität her das Schlechteste sein. Ja, ich hoffe es doch. Dass die OGL dann halt besser waren, aber... Ich hoffe, dass es nicht so spannend ist wie das letzte Match von Granadi. Nein, überhaupt spannend oder nicht, ob es noch ein Bochum gewinnt. Nee. Was? Nicht noch ein Franzose, der gegen uns hier gewinnt. Wer ist denn dieser 12TM? Keine Ahnung, der ist auf meinem Server. Ich bin fertig 12 da. Ja, da eben nicht. Das ist also ja das Problem vor allem. Kannst du ja nachgucken, ob der viele Flokis hat. Damit kann man ja ein bisschen einschätzen, wer das vielleicht sein könnte. Und Dex ist auf meinem Server. Könnte Granadi sein. Könnte, aber halt irgendwie anders. Volker, keine Ahnung. Wenn es Granadi wäre, dann müssten wir einen Screenshot machen. Top 4. Ja, Granadi hat mir eben kurz 12. genannt. Ja, nicht 12. Ja, ohne 12. in der OGL-Season, oder? Macht Sinn. Weißt du, oh, jo, das ist das 4-0 hier. Soll ich mal auf die Map konzentrieren und nicht die ganze Zeit ins Stream gucken? Aber deswegen spiele ich nicht. Das Ende vielleicht auch Northside ist? Ja, na cool, ist für mich auch nicht Northside. Aber vielleicht soll ich jetzt die Zeit mit dir. Oh, wo fährst du die denn an, Marius? Ganz links. Das Ding ist halt, das Auto beschleunigt halt im Northside viel stärker. Jawollo! Komm! Bitte bleib okay, Erster. Ist das Northside? So, ist jetzt nur der Rechtshörner Northside oder auch das Ende, Marius? Ich drifte das Ende. Ja, das Ende muss man treffen. Ah, von 7 ist krass. Go, whatever this country is. Hä? Alles klar. Meinte Deutschland? Er ist, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Mann, dieses Rausspringen aus der nach der Nosedive. Stellt euch vor, das wäre raus. Wie lucky das wäre. Blink. What doing? What doing, ja. What doing? What doing? Diese lila Dinger, ne? Die siehst du halt auch einfach nicht vorher. Weiß gar nicht, immer noch nicht, wovon du redest. Der lang rechts, die vorletzte Kurve, sind innen so lila Lichter. Ja. So. Wird man aber nur, wenn man innen fährt, also kein Problem für uns. Hm. Ja. Die erste ist halt mein Problem. Ich meine, die anderen sind logisch halt komplett aus der Ideallinie weg, aber die erste ist halt genau im Weg. Eine Punktion ist echt stark, aber. Marius. Ah, richtig sicker One und fahr fliegt ins Auto. Junge, Burim, what the hell? Oh, was macht er dann? Punkt 7 ist stark, oder? Danke. Erste Runde für Link. Ich bin auch echt zufrieden mit der Runde. Echt schwach von Rio. Ich kann nur hoffen, dass das reicht.
Dann habe ich auch endlich mal einen ersten Platz in der Quali. Hast du doch nicht? Ich glaube. Na toll. Nein. Mann. Ich war auch gerade nochmal auf. Ich bin 24. Wer zum Henker ist das? Irgendein Deutscher. Können wir gleich sehen. Wer wird das? Ja, auf dem Server halt. Ja, der hat halt genau wie wir von den Trophies. Hat halt auch. Also nicht komplett Gold, aber halt oben und unten Gold. Ach, man musste der jetzt unbedingt noch durchkommen. Was werde ich jetzt in Discord angeschrieben? Na, Link, ey, wie viele Link. Fehler passieren denn in dem Match? Also, ja, Link hat echt nicht gut. Das ist krass. Ja. Ja, sieht nicht gut aus für Link, ne? Mhm. Ja, oh. Okay, jetzt habe ich die Linie für den Nordschleif. Ganz voll, weil sie nicht hochfahren. Er war nicht voll rechts einnehmen. Ja, hast du noch weiter vorne gekommen? Ja, ein bisschen. Ich bin Division 2. Maxi, wo bist du? Nee, ich spiel gar nicht mit. So. Ich schau mal zu. Ja, ich meine, mit Link war es klar, dass Riolo da den einfachsten Gegner kriegen wird. Okay, Instinct 84. Ja, es war jetzt auch nicht klar, dass er hier so einfach durchrutscht. Muss jetzt auch erstmal gewinnen. Oh, mein Game ist. Ah, mein Game ist gecrashed, cool. Weil ich auf den Join-Button geklickt habe. Tut mir leid, mach ich nicht nochmal, Nadeo. Tut mir leid. Schäm dich. Bitte nicht schlagen. Aha, Geodreieck. Ja, den Namen habe ich auch mal in Rekorden gesehen. Krass. Wer ist das? Numb-N-Toy. Oder Numb-N-Toy. Warum hat er sich umbenannt? Aber wie kommt man darauf, Geodreieck? Also woher weißt du, wie er früher hieß? Geodreieck weiß alles. Ja, aber woher weiß er, wie das... Also, wo er das findet auch. 100.000 Zeilen Excel. Ich glaube, Geodreieck ist gar kein Mensch. Das ist irgendwie so eine AI oder so. Diese eine Rechtskurve wäre super geil, wenn du da links vom Auto rüberspringen könntest. Ja. Oh nein. Reicht nicht aus, ne? Na, Burim, ey, was machst du denn? Und der ist genau. Jetzt schaue ich eine Sekunde nicht hin und der ist hinten. Yes. Das hab ich auch. Bruh. Ja, aber das kann er. Ne, mit der Linie nicht. Ja, wenn Link einen Fehler macht. Hä, was macht er? Link, fast am Ende. Das ist schon zweite Runde. Ja, Starting Server, wie lange dauert das jetzt noch? Wie viel Zeit habe ich noch? Anderthalb Minuten. Okay. Ich glaube, ich bin wieder ganz geschwitzt. Könnte mein Game ja nochmal crashen. Wer ist heute im TeamSpeak? Jeder. Außer Granati halt. Ja. Und Burim, ja. Und Riolu, ja gut, das... jeder. Okay, wohl, naja. Ich weiß, warum joint Riolu nicht? Verstehst du nicht? Und warum joint Harry nicht? Wo ist Harry? Der ist seit über 6-7 Monaten nicht mit drin gewesen hier im TS. Wir könnten dem doch ein bisschen callen hier, bis der Punkt 1 vorne soll. Springen, oder? Aber ja, um mal ein paar Namen aufzusagen, also erstmal die üblichen Cup of the Day Verdächtigen, Dexter, Shorty, Lars. Dann haben wir noch Turbo, wir haben Maxi, wir haben Chris, der auch so häufig dabei ist im Cup of the Day. Und dann ist jetzt auch Engine da und Firestorm ist auch da. So, habe ich irgendwie vergessen. Ich selber. Ich springen, Shorty hört von so weit rechts, wie es geht. Ja, ne, halt springen. Das ist halt so ein Mini-Hüpfer. Die unbekannte Stimme ist vermutlich Engine.
Er ist nicht schon wirklich. Hallo, ich bin die unbekannte Stimme. Kann man nicht am Anfang Autostyle mit dem Dirt machen? Power Panel sieht auch, glaube ich. Ja. Wusste ich doch nicht. Ja. Der trifft es übrigens gar nicht. War nur eine Idee. Du verlierst das so viel. Die Idee hatte ich auch, aber nicht von. Runde geworfen. Fucking Lights, ja. Ich weiß, wie ich rausfliege heute. Wenn ich rausfliege. Ja, das erste Jahr, da war ich auch schon nah dran oft. Frag mal Torpo, wann sein Termin für die Prostata-Untersuchung ist. Boah, das war so ein Meme in meinem Chat, ne? Alter. Die Leute haben 37 Subs rausgehauen, damit ich eine Prostata-Untersuchung mache. Die haben echt. Irgendein Nord hat bei mir gesagt, ja, Prostata-Untersuchung für das Subgoal und die haben das echt geschafft. Alter. Das war schon ein bisschen belastend. Ja, also jetzt musst du die aber auch machen, ne? Musst du durch. Ja. Das ist wichtig. Vielleicht ein bisschen früh, aber es schadet nie. Boah, das ist besser als Nachsicht. In der Knockout Round. Oh, nein. Boah, du kannst am Ende rechts vom Auto. Ah! Ich schaff's irgendwie oft, den letzten Drift innen anzeigen. Na, am Wochenende einen Termin beim Arzt machen ist schwer, ne? Also. Am besten auf den Sonntag. Meinst du? Ist schwer? Ich musste die Notaufnahme direkt über meine Prostata-Untersuchung. Machen Sie das hier auch. Irgendwie so eine Krankheit. Es geht nur heute. Einmal husten, bitte. Junge, Link ist ja komplett kaputt. Oh Gott. Link ist ja voll rausgefahren, oder was? In anderen Worten, Link fährt genauso wie in den Steps. Ja, Link war echt nicht stark. Ich weiß nicht, ob er überhaupt Bock hatte, oder ich... Einfach nicht gut genug. Ja. Er hat halt so das Ceiling für ihn erreicht, in dem er reingekommen war. Oh, ich bin raus. Cool. Cool. Ich hab einen Dead Respawn. Ey, sofort DNFen. Auch mit. Wo kam denn der Dead Respawn, ja? Ja, ich hab den Turn zu tight gezogen. Ja. Boah, Germany. So Respawn. Aber der ist doch nicht mal. Raus. Der war doch nicht mal Deutsch, war er nicht Franzose? Ach, Elkon wahrscheinlich wieder mit dem Rage Start oder was? Hatte der nicht eine französische Flagge? Er hatte eben auch die ganze Zeit auch gestanden. Dann hatten wir die Map mal. Aber wie ich es wieder hinbekommen habe, ne, in der ersten Live-Runde direkt mal eine Sekunde langsamer zu fahren. Guck das Geil an. Ja, der kann was, ne? Hauptsache Oh Gott, die Lecks sind zurück. Nein. Na, viel Glück euch in dem Ding da. In dem Ding da. Was für ein Ding. Ja, das war dumm. Ich hab den rechts vor dem Plattform-Part da viel zu in und in gezogen und dann. Hatte ich einen Dead Respawn und Double Respawn bringt halt nichts. Ich habe halt keinen Speed. Ja, davor habe ich auch Angst. Ah. Ich habe halt. Ich habe mich konzentriert. Level, ist egal. Mit dem leichten Turn habe ich jetzt ganz safe genommen, weil ich da vorne bin. Ja, ich glaube, Buri macht jetzt kurz einen Prozess auf der Map. 2-0, ja. Was eigentlich nicht so ein Map-Stil, dem mir so gut passt. Ach, das mit den Lecks kostet mich an. Ich dachte, es war behoben. Aber gut, dass es jetzt relativ schnell wohl wieder geht. Also, der Grund für meine Lecks lag. Das ist schwer zu erklären. Es hat nicht direkt mit dem PC was zu tun, es hat was mit einer Steckdose zu tun. Oh. Game ist kacke. Welche Lecks meinst du? Dass ich nicht mehr streamen konnte auf dem Streaming-PC, dass es total geleckt hat. War der Stecker nicht richtig drin, oder was? Hi, Charlie. Hi. Am Ende mal eng auf dem... Ich aber drauf. Oh Gott. Ich muss los. Ja, ich konnte, nachdem ich gefinisht habe, noch weiterfahren. Geil. Kann man manchmal. Das ist oft so.
Diese Linie von Boom hier am Ende ist irgendwie interessant. Try to reload the stream, Kiwi. Wieso haben die nicht eigentlich gleich die ganze 8 Spieler da jetzt, die heute fahren, zusammen so wie die Playoffs von dem GL gemacht? Wäre es nicht viel cooler gewesen? Und vor allem fair. Und viel besser? Die hätten halt auch schon bei dem komischen, was war das, Superfinal, hätten sie auch sagen können, okay, die besten zwei kommen jetzt halt in die TMGL, aber nein, muss nochmal ein 1v1 oben drauf gesetzt werden. Ja, das ist ja auch so dumm einfach. Der Granati war viel besser als Worker in den Steps davor. Und es bringt ihm null. Ne? Es bringt ihm nur, dass er den Sieg gegen Worker hat, aber er hat ihn ja nun schon geschlagen gehabt. Ja, warum muss er das jetzt unbedingt nochmal machen? Ja, er hat ihn halt dreimal geschlagen davor, so quasi. Ja. Das sieht echt nicht gut aus bei Link. Nee, da. Schade. Der Link ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Spieler. Also hat man halt auch in den French Regionals gesehen, der kann gegen Gwen gewinnen. Aber wenn es dann under pressure ist, dann. Nee. Ist eher so ein Tech-Fahrer, oder? Geht. Auch Multistyle ist ja gar nicht so schlecht. Der kommt aus Fullspeed, glaube ich, auch ursprünglich. Ich weiß nicht, ob es ursprünglich, aber er ist in Fullspeed gut. War dann nicht auch bei. Verwechselst du den nicht mit dem Evo-Link? Ja, es gibt TM-Link und TM2-Link. Ja. Und TM3-Link gibt's, glaube ich, auch. Was? Ich wusste nicht, dass das zwei verschiedene sind. Warum das denn? Ja. Keine Ahnung. Bin ich auch mal. Ich glaube, TM2-Link ist richtiger Link. Also der hier. Ja, war der nicht auch irgendwie bei Export oder bei. Was war? Asus Expert. Und so? Nicht Export. Export Link. Ja, SGE, das sieht, glaube ich, aber auch immer so aus. Es sind einfach nur die anderen so stark. Ich meine, er hat es nie in die Top 8 geschafft, aber er war ja kein Matt. Er ist ja nicht kein so Matt? Ewig ja, weit hinterhergekommen. Er war trotzdem schon der schlechteste overall. Matt. Er war schon der langsamste. Aber der Link hat schon mitgehalten und war immer wieder bei dich dran, aber es ist einfach zu starke Gegner, würde ich sagen. Es ist halt ein anderes Niveau. Ich meine, wenn du jetzt guckst, was Link immer so gefinisht hat für Zeiten und das dann vergleichst mit dem, was die OGL fuhr, ist er vielleicht gar nicht mal so schlecht dabei. Ja? Nur in der TMGL sieht das ja, halt klar, schlecht aus. Er ist von ungefähr in die TMGL gekommen. Ich meine, er hat sich auch in der OGL durchgesetzt. Bei ihm war es halt schon trotzdem noch deutlich knapper. Und man kann halt sagen, um gut in der TMGL zu sein, musst du OGL dominieren. Ja. Also, was heißt dominieren? So wie jetzt das Format war, du musst dich für die normalen OGS-Steps gar nicht anstrengen, wenn du gut bist. Ja, theoretisch vom Skill her musst du es dominieren. Du musst jederzeit dominieren können, wenn du dich anstrengst. Hast du ja gesehen, Worker war 12. Granati 11. oder so? Ja, das meinte ich nicht. Ich meinte vom Skill her. Ja, dem, ja, an sich lag halt dran, dass die nicht immer voll prepared reingegangen sind in die Steps. Macht ja keinen Grund. Ja, eben. Grund dafür. Eben. Das ist halt das System. War halt so knapp, ne? Die wenn du Runde. So sagen, dann wie willst du dann zeigen, dass du es dominieren kannst? Ein Match kann jeder mal. Selbst dass die Top 4 irgendwie so einen kleinen Vorteil hatten, hat denen halt auch nichts gebracht. Die Vorteil, die waren eine Runde weiter. Ja, die waren halt eine Runde weiter, aber dann 3 von 4 sind trotzdem rausgeflogen. Ist aber kein Vorteil in dem Sinne. Du bist ja, dann nicht eingewärmt. Die musst du halt eigentlich sowieso gewinnen, wenn du gut genug bist. Ja. Ne? Ja, oder halt Top 2, weil Top 2 am Ende. Ist halt schon eingespielt, wenn du durchkommst. Top 4, weil ja. Oh. Top Sky. Fliegt doch gleich irgendwie dumm wieder raus. Dort gewinnt das dritte Mal in Folge. Hätte ich jetzt nichts gegen, ne? Oh, ich bin raus. Ich bin halt nur am Safen, weil. Ja, ich bin raus. Richtiger Noob, ey. So, nur ein Punkt, da ist er durch. Nächster?
Noch nicht mal orange? Mit 4 Sekunden? Wie sind denn so langsam? Ich hab halt die Lampe berührt. Was ist das denn für eine Runde? Ja, die Runden davor waren aber auch nicht enger. Echt? War da nicht mal eine Runde, wo du mit plus 3 rausgeflogen bist? Keine Ahnung, die Leute crashen hier. Also die Runde davor war es irgendwie 2,2. Ja, ich hab darauf geachtet. Ich bin einfach dann davon ausgegangen, dass es so geblieben ist und dass es immer weiter plus 3 war. Also überraschend viele Crashes auf Stimme. Ich wusste jetzt nicht, dass diese eine plus 3 Runde die Ausnahme war und nicht die Regel. War die Ausnahme. Hat besseres zu tun, als da unten hinzugucken. Das ist eine Map, wo du blind quasi einfach Punkt 2, Punkt 3 hinter WR fährst. Hey, flame mich halt noch mehr. Ja, außer halt, was ein Fail. Ich save ja auch, sag ich. Ja, du savest ja nicht unbedingt. Ja, ich hab jetzt gesaved und bin nach Punkt 2 gefahren. Ja, eben. Das hat sich für der schlechteste Run meines Lebens angefühlt. Ja. Ich wüsste gar nicht, was safen ist. Er macht nur Bombs in Division 1, ja, keine Ahnung. Ja, Marius und ich, wir fahren so das ähnliche. Komm, halt, die Map hat halt safe. Viel Potenzial für Bombs. Seid wieder so kurz. Musst halt riskieren auch ein bisschen potenziell. Nein, hier die Kurve, die ist mega schwer. Ja, ich bin erstmal weg, ich habe morgen 2 Klausuren. Viel Erfolg. Oh mein Gott. Oh, okay. User disconnected from your channel. Was war das denn für ein dummer Fehler? Ja, Schlauchi sehe ich auch so. Ja, an sich nur noch eine Runde, um zu gewinnen, Violu. Hm. Ja, die hat er gerade gehabt, dann. Dummer Fehler. Junge, Stream. Warum buffert der? Muss ich da überhaupt Sorgen drum machen? Junge. Das ist ein Punktgelenk. Das wird noch müsste schon was passieren, damit Violu die klappt. Ja, bis jetzt hat er dominiert. Ja, bis jetzt. Ja, aber dann müsste Link jetzt schon ganz schön krass was auspacken, oder? Hm. Nein! Was ist da gerade passiert? Das ist innen angeeckt, direkt nach 2 Metern. Erste Kurve. Oh mein Gott. Stream is lagging, ja. Sorry, I have no idea why. I can't tell you. OBS is green. Shows me green, no frame losses at all. It is something else, and I thought it was fixed by something, but it probably isn't. Oh. That's so annoying, especially today. I can't need that. Hatten wir nicht, in der Art bin ich noch 63 Spieler, wie ist das nicht perfekt? Achso. Ne, ich bin dumm. Ja, ist nicht perfekt. Ja, ich sag ja, ich bin dumm. Achso. Alles mit Zahlen ist bei mir einfach. Wenn Dexter auch nicht gesagt hätte, wie viel er Sprit nimmt in der letzten Runde, hätte ich auch wieder 5 Sekunden erstmal rechnen. Ja, so 15 Sekunden rechnen müssen, um es falsch zu rechnen. Oh, Link, Junge. Ja, Marius. Ja, also. Die Runde kam jetzt halt aus nichts, ne? Marius 0,51. Endlich mal eine aus nix, also. Ah, ich kam schon ein bisschen aus. Ich finde es halt nur wieder erstaunlich, dass ich auch gar nicht weiß, warum ich jetzt so viel verliere. Ich meine, ich safe ein bisschen, aber das 8 Zehntel oder so, 7, 8 Zehntel, das sehe ich gar nicht, warum das so viel sein soll. Also ich habe heute auch jetzt erwartet, in der Runde dann rauszukriegen, aber jetzt wahrscheinlich in dieser Runde rauskriegen. Ja, klar. Und Barbara. Ich bin raus. Nice. Claudexter. Nicht gut, das ist halt eine Fehler. Safe dich ja jemand. Nee. Okay, jetzt bin ich
Splinter mit so einer Zeit, das ist scheiße. Ach, ich save halt einfach nicht genug, ich will zu schnell fahren. Oh, die fährt halt langweilig. Glückwunsch, Judo, ne? Ja. Was ist das? Mal gewonnen? Ja. Ja, nice. Wo muss das? Du Taxon, Alter! Was hat er gemacht? dieser Chat. Er hat ein Screenshot vom Chat da gemacht. Eine Granate gepostet. Achso. So. Grenada, Junge. Grenada, Win. Which country? Grenada. LOL. Instant Rage Quit. Wer kommt jetzt als nächstes? Jetzt kommt wieder OGL-Matchup, oder? Ja. Ich bin eigentlich nur noch gespannt auf das letzte Match dann, Evon gegen Scrappy. Und das OGL-Match, das sollte theoretisch enger sein als das von Granati. Match 32. Ja, Theorie und Praxis, ne? Bojo vs. Blinks. Oh, Marius. Oh, okay, wirklich. Marius, dann ist für mich. Oh, ja, es läuft wieder alles für Schari. Ja, nice PowerPoint-Präsentation. Ne? Ja, ich hasse es. Es macht halt keinen Sinn. Weil es ist unklar, woran das liegt. Es ist absolut unklar. Es hat jetzt die letzten zwei Tage halt funktioniert. Oder Schari? Na wunder, noch sind wir lange nicht da, wohin wollen. Ja, safe. Zwei Crashes. Oder? Der ist muted einfach. Muted einfach und lade weiter. Hallo. Lol, wow. Halt, Shorty. Hm? Hat safe gehört. Haben sich halt fast alle schnell schon verabschiedet wieder. Ja. Wobei, ist Xon noch da? Ja, Xon ist noch da. Das ist okay. So zeitlich nicht. Aber Lars ist ja auch gerade eine Punkt 1 gefahren, ne? Ich bin schneller als das, fahre ich auch nicht. Ich aber auch nicht. Das ist das einzige Mal sein. Na gut, ne? Ich werde in dieser Runde rausfliegen. Xon hat einen schlechten Start. Ich hab PB gefahren. Stimmt. Ja. Aber sieht gut aus bis jetzt. Ja, letzter Turn. Bock ist ein bisschen hinten. Ja, ist er drin. Uff. Wir waren da so weit rechts. Knapp davon, zwei bis Ey, das ist voll verwirrend, weißt du, wenn du so denkst, sagst du, ja, es ist so ungefähr knapp oder so, ich habe halt keine Ahnung, wo ich bin, empfiehlt. Wenn der 1 auf deinem Auto steht auch? Hm. Guck ich nicht hin. Wie kann man das nicht sehen? Ich guck da auch nie hin. Was aus? Wunderst du dich da wirklich drüber, Marius? Also jemand, der mit einer 2 als Auto fahren kann. Ich kann Xon so schlechte Starts gemacht haben. Jetzt soll ich so langsam mal den Team Gale Stream da ausmachen. Bleib ein bisschen im Weg. Sieht für euch 3 gut aus. Seid alle vorne. Top 3. So, mal Stream ausmachen. Kannst du echt eine schöne Fahrt fahren? Ich kann's halt nicht jetzt auf Anhieb oder so. Es ist halt komplett random, ne? Einfach mal den Mouse-Leiter natürlich drücken, ne? Ja, was kommt das eigentlich noch überhaupt? Noch 2 Matches. Also Sawyer gegen Bing und danach kommt. Crappy gegen Evon. Na gut, dann mach ich jetzt mit mir.
Ihr drei seid alle hin. Ich nehm. Warte mal, ist gutes Ende. War ich nicht ganz weit hinten am Anfang? Ja, aber dein Noslight-Turn war so viel besser wie alle anderen. Als alle anderen. Ah, Mann, mein ein richtiger Kramanazi hier. Wie alle anderen? Als. Hallo? Wie bedeutet als gleich? Wie? Ist mir egal. Ja, hab ich gemerkt. Wie? Unglaublich. Alt. Ja. Ja, klar, die Kurve. Los, auf die Welle. Denkt dieser Tourniball. Wow, das sind alle Komma 1 gefahren. Die letzte Kurve ordentlich gefahren wäre. Hatte Komma 0 und Komma 1. Auch Erster, glaube ich, an der Stelle. Aber na, das wäre doch wegen meiner schlechten Du warst nicht Erster, du warst Zweiter, glaube ich. Sind mehr Spieler im Rennen als Marius Frames hat. Junge, Junge. Hallo Marius. Jetzt fahr deine Time-Attack-Zeit. Ja, die brauche ich jetzt vielleicht mal, ne? Wahrscheinlich brauchst du die jetzt. Ixon hat teilweise aber auch so schlechte Starts, wo er jetzt Punkt 2 verliert. Ja, ich auch. Er hat aber gestern oder so auch schlechtes Starts. Oder vorgestern, wann das war auf der einen Map. Überraschenderweise war der doch hinter dir oft am Start, Marius. Der Neos leidet. Oder irgendwie so. Der hat einen schlechten Start. 13. Gutes End und Go. Oh, das war kein gutes Ende. Scheiße. Ja, du bist viel zu weit immer rausgegangen. Du musst enge Linie einfach halten. Ja, die Runde davor ist Marius eng gefahren. Ja. Ich hab die meisten Runden außen gesehen. Ja, ich hab auch die meisten, aber letzte Runde ist eng gewesen. Ja, das ist natürlich schlecht für uns heute im Laufen. Ach, Mann. 3 von uns Top 5 hat keiner gewonnen, ja? Ja. Hätte eigentlich Marius da rausschmeißen müssen. Ich hab das Ende nie so schlecht genommen wie in der Runde. Ich hatte es in der Runde auch schlecht. So. Ja. Was willst du machen, ne? Naja, das war bis jetzt meine beste Platzierung Cup of the Day, was eigentlich auch traurig ist. Ja. Vor allem bei so einer Map. Ja, ich habe es nur gerade so in Div 1 eigentlich geschafft. Ich habe nur 0,3. Immerhin verbessert. Tja. Da kenne ich nur Famous Words. IDs wurde dies. Also